Servus Leute, der Dan hier. Und wie gefällt euch die Gear Corner? Schreibt es doch direkt mal in die Kommentare und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr auch so eine kleine Ecke oder ein Regal habt, in welcher ihr eure Gear bzw. eure ganzen Kamerasachen aufbewahrt. Würde mich mal interessieren. Und das Thema heute lautet Multicam Timelines. Wie funktioniert das, dass ihr einfach zwischen zwei Kameras hin und her switchen könnt? Manche von euch werden es vielleicht so gemacht haben wie ich bis jetzt, dass ihr einfach die beiden Clips manuell synchronisiert haben und übereinander gelegt haben und aufwendig cutten mussten, um halt eben zwischen den Kameras hin und her zu switchen. Ich werde euch heute eine ganz simple Methode zeigen, mit der ihr euch unglaublich, unglaublich viel Zeit spart und die auch echt viel Spaß macht. Als Beispiel habe ich hier direkt zwei Cams und dann werde ich euch mal zeigen, wie das geht. Und genau, auf in Premiere Pro. Ich habe hier mal was vorbereitet, um euch zu zeigen, wie das mit der Multicam so funktioniert. Hier unten links habe ich meine Vierkamera-Winkel von einem Tennisspiel, das ich letztens gefilmt habe. Habe ich hier markiert aber mit einem S für meine Sony-Kamera. O1 ist Osmo Pocket 1, O2 ist Osmo Pocket 2 und PS ist die Panasonic. Die Schwierigkeit, wenn ihr so viele Clips habt, ist eben, die alle matchen zu können. Wir können es jetzt mal gerne probieren. Wir wählen jetzt hier einfach mal all unsere verschiedenen Kameras aus, die natürlich mit dem gleichen Ton für den gleichen Spiel sind, nur aus verschiedenen Winkeln. Rechte Maustaste, Multikamera, Quellsequenz erstellen. Wir gehen hier mit Audio, weil wir haben ja sonst nichts eingestellt. Alle anderen Einstellungen lassen wir einfach so, wie sie sind. Drücken OK und warten. Das kann jetzt übrigens eine ganze Weile dauern. Umso mehr Clips ihr habt, umso schwieriger ist es eben für den Computer, die einzelnen Clips zuzuordnen und auch eben eine Multicam-Sequenz zu erstellen. Und wie ich schon erwartet habe, hat es Premiere Pro nicht geschafft, alle Elemente zuzuordnen. Diese Methode, die ich euch gerade gezeigt habe, funktioniert mit 1, 2, 3 Clips, aber mit so vielen funktioniert es einfach nicht. Und deshalb werde ich euch zeigen, wie ich das jetzt gelöst habe. Ich weiß nicht, ob das die eleganteste Methode ist, aber die Methode funktioniert auf jeden Fall. Wir sortieren das hier nach Name. Dann nehmen wir unsere ganzen Osmo 1, also unseren ersten Kamerawinkel, ziehen es hier rein. Hier Match 1, Match 2, Match 3. Schauen kurz nach, ob es funktioniert hat, ob das auch wirklich die richtige Reihenfolge ist. So, ja, ist es. Dann wählen wir die alle aus, verschachteln die, nennen das Cam 1. Okay, dann haben wir hier unsere erste Cam. Dann nehmen wir unsere Osmo 2. Ziehen die hier rein. Dann kontrolliert ihr wieder, ob es die richtige Reihenfolge ist. Bei mir sollte es schon stimmen, weil ich es schon am Anfang nachgeschaut habe. Dann verschachteln wir das Ganze wieder, machen Cam 2 draus. So, jetzt kommt die erste Schwierigkeit. Wir matchen das Ganze. Also wir schauen manuell und matchen das Ganze dann. So, das heißt, wir suchen uns irgendeinen markanten Punkt raus, wie zum Beispiel den Ton. Und sehen zum Beispiel, hier gibt es jetzt eine Überschneidung. So, das sollte stimmen. Das können wir auch mal direkt nachschauen. Merken wir uns jetzt zum Beispiel hier. Ist ja gerade dabei, einen Schlag auszuholen. Schauen hier nach. Und da genau das gleiche. Wenn wir das jetzt mal anschauen. Ja, sollte stimmen. Perfekt. Ziehen wir das wieder vor. Und haben unseren Clip synchronisiert. So. Als nächstes nehmen wir unsere nächste Kamera, wiederholen das Ganze, nehmen die nächste Kamera, wiederholen das Ganze, bis wir hier unsere vier Clips haben.
und dann werde ich euch zeigen, wie ihr aus diesen Clips eine funktionierende Multicam-Sequenz erstellen könnt. Ich mache das jetzt kurz, bis gleich. So, wenn ihr jetzt fertig seid, solltet ihr 4 Clips haben, in denen die Leute möglicherweise gerade genau das gleiche machen und welche perfekt synchronisiert sind. Da müsst ihr wirklich genau schauen, dass das passt. Dann würde ich euch empfehlen, ihr haut hier auch noch direkt das Color Grade drauf auf die einzelnen Clips, falls ihr eins machen wollt. Ich werde es jetzt in dem Fall tun, weil dann könnt ihr später in diese Sequenz hier zurückkommen und hier das Color Grade verändern und müsst nicht später jeden einzelnen Clip anklicken und da extra nochmal das Color Grade nachbessern, sondern ihr kommt hier einfach zurück, klickt drauf und dann sind alle Clips aus der Multicam-Timeline von diesem Kamerawinkel betroffen, wenn ihr irgendwas verändert. So, jetzt haben wir alles gematcht. Und die Farben sind auch überall nahezu genau gleich. Wen es interessiert, das ist die Sony A7 III. Das ist die Panasonic. Ich weiß es gar nicht, ist nicht meine. Und Osmo Pocket, genau. So, jetzt kommen wir zum spannenden Part. Wir gehen hier drauf und klicken auf Teilsequenz erstellen. Jetzt haben wir hier eine Teilsequenz von unserer Sony. Jetzt klicken wir wieder drauf, Teilsequenz erstellen. Nächste Teilsequenz. Teilsequenz erstellen. Teilsequenz erstellen. So. Und da wir die jetzt ja alle schon händisch gematcht haben, weil es anders nicht funktioniert hat, wählen wir jetzt alle unsere gerade kreierten Sequenzen aus. Rechtsklick, Multikamera Quellsequenz erstellen. Nennen wir Multicam Match und gehen hier nicht mehr auf Audio, sondern auf Inpoints oder Outpoints. Points ist in meinem Fall jetzt egal, weil das alles gleich lang ist. Und drücken OK. So, jetzt sollte hier, das ist das Zeichen für die Multicam, unsere Multicam sein. Die könnt ihr jetzt nicht hier direkt reinziehen. Geht hier unten rauf, macht Sequenz, also eine neue Sequenz. In meinem Fall jetzt hier High Quality 4K. Ich nenne sie Match Multicam und ziehe meine Clips hier rein, Sequenzeinstellungen ändern und passt es dem an. Und jetzt solltet ihr euch vielleicht wundern, dass ihr hier ja nur ein Fenster habt. Ihr klickt hier einfach drauf, Multikamera-Ansicht ein- ausschalten. Bei wem das hier noch nicht angezeigt wird, kann ich auf das Plus gehen. Hier sind alle Zeichen, da ist auch das drin. Zieht ihr euch runter in die Leiste einfach. Ich habe es jetzt schon gemacht. Okay, perfekt. Und drauf drücken. So, jetzt habt ihr hier eure 4 Kamerawinkel, eure 4 Fenster. Ihr könnt das jetzt ablaufen lassen. Und wenn ihr switchen wollt, auf das Fenster klicken, das ihr haben wollt. Und das, was ihr jetzt während dem Aufnehmen hier rumklickt oder welchen Winkel ihr auswählt, das wird hier direkt so gecuttet. Und ihr könnt es machen, indem ihr entweder hier in die Fenster reinklickt, welche ihr gerade haben wollt, oder ihr drückt 1, 2, 3, 4, wenn ihr mehr Fenster habt, 1, 2, 3, 4, 5, sonst was. Genau, dann habt ihr eure Multicam-Timeline für schwierige Sachen erfolgreich erstellt. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Tutorials sehen wollt von mir, schreibt es unten in die Kommentare. Lasst es mich wissen. Ich werde garantiert dazu ein paar Videos machen. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Adios!